Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch eine Brand News Box. Allerdings weiß ich nicht mehr so ganz genau, welche Box es war. Wenn ich mich hier so dran orientiere, was auf der Box draufgezeichnet ist, könnte es eventuell sein, dass das die Frühstücksbox ist. Ich habe nämlich geguckt, was ich denn jetzt eigentlich alles bestellt hatte. Ich hatte ja die Geburtstagsbox, die Genussbox, die Frühstücksbox und die drei Coldboxen. Die kommen aber ein bisschen später an. Und ich denke mal und ich gehe mal und hoffe davon aus, dass das die Frühstücksbox ist und keine andere Box, weil es sieht halt mehr oder weniger aus wie ein Geschenk. Aber naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier drin sein wird. Es soll ja das Thema Frühstück sein. Hoffe ich zumindest, Leute. Ja, die Box. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Ich meine 15,99 € oder 17,99 €. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich euch mal hier einblenden, wie viel die gekostet hat, damit ihr auch Bescheid wisst. Ich glaube, bei meinem letzten Video hatte ich gar nicht erwähnt, wie viel die Geburtstagsbox gekostet hat. Ich hatte das jetzt als eine Frage von einer Zuschauerin. Die habe ich natürlich beantwortet. Die Box habe ich, wie gesagt, für 20,99 € bekommen. Und normalerweise kriegt man die für 23,99 €. Genau, wie gesagt, für diese Box habe ich halt eben den Wert gerade bzw. den Preis eingeblendet. Und wie viel Wert das Ganze hat, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich meine, es müssten 25 € sein. Ich weiß es auch nicht mehr. Ihr werdet auf jeden Fall am Ende des Videos sehen, wie viel Wert das Ganze hat. Und ich würde sagen, wir legen eigentlich direkt los und packen die Box zusammen aus. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und packen die Brand News Box, Frühstücksbox hoffentlich, auch zusammen aus. So, ich gehe wirklich davon aus, dass es wirklich die Frühstücksbox ist, denn hier sind. Denn hier sind auch so, sag ich mal, Frühstückssachen drin. Hier sehe ich zum Beispiel gerade ein Müsli, ein Tee, Kaffee und sonstiges Zeugs. Aber das werde ich euch jetzt alles einmal genauer zeigen. Und zwar haben wir hier von Davert. Ich glaube, die Marke hatten wir schon mal irgendwo drin gehabt. Und zwar sind das Happy Crunch Premium Bio Knuspermüsli Lazy Beach. Und zwar sind hier Kokosnüsse mit drin und weiße Schokolade mit diesem Hafergedöns da. Hier sind überall diese Fussel von diesem Gefusel hier. Auf jeden Fall schaut die Verpackung hier einmal so aus. Das sind 325 Gramm. Absolut in Ordnung, finde ich. Also man kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut probieren. Und ich hoffe, das schmeckt auch gut. Denn ich hatte, glaube ich, sowas mal ähnliches bei meinem Müsli drin. Nur da waren noch so, glaube ich, ein paar Beeren mit dabei. Aber ansonsten war, glaube ich, auch Kokos und unter anderem auch weiße Schokolade mit dabei. Da bin ich auf jeden Fall sehr drauf gespannt, wie das schmecken wird. So, dann habe ich hier als nächstes von Lavazza. Oder Lavazza. Das ist so eine Kaffeemarke, glaube ich zumindest. Und zwar ist das hier ein Bio-Organic 100% Arabica Full Boded Aromatic with Floral Notes. Das sind 180 Gramm Filterkaffee, ist das nämlich, glaube ich. Genau. Weil sonst haben wir, glaube ich, immer so Kaffeebohnen drin, meistens. Aber auch Filterkaffee, glaube ich. Also, dass man sich das dann entweder mit einem Filter fertig macht oder... Weil ich glaube nicht, dass das so einer ist, der dann in der Tasse weggeht, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich damit Kaffee nicht so wirklich aus, weil wir fast nur Bohnen benutzen. Und so schaut die Verpackung hier einmal aus. Das ist auf jeden Fall... wohl ein Bio-Kaffee, wie das hier steht. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Und ich sehe gerade, hier ist überhaupt gar kein Flyer drin. Das heißt, ich muss die die Produktpreise erstmal suchen später.
Okay, dann wird das halt ein bisschen aufwendiger, aber naja. So, dann habe ich hier von Yasashi Biotee Sommerhimbeeren. Und zwar ist es ein Biofrüchtetee mit Himbeeren. Und ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Das Video ist gerade mal erst 5 Minuten am Laufen und ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Hier sind wohl auf jeden Fall Beutel drin. Und das sind wohl 16 Beutel hier drin. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch eine sehr außergewöhnliche Dose, wie ich finde. Ich glaube, ich habe so eine Dose für Tee noch nie gesehen. Auch hier, wie das Ganze zugemacht worden ist, habe ich wirklich noch nie gesehen. So eine Aufmachung. Also das ist echt nicht schlecht. Huch. Okay, riecht so ein bisschen nach Früchten. Und so ist hier dann halt so ein, ich glaube, das ist so ein eckiger Teebeutel. Huch, und ich muss gerade niesen von diesen ganzen Kräutern, die da so drin sind. Oh, das ging richtig in die Nase rein. Ui. Aber Gott sei Dank muss ich nicht niesen, aber ich hatte so ein Gefühl, dass ich niesen muss. So. So, dann haben wir hier ein Kaffeegetränk drin. Und zwar von Mr. Brown Cappuccino. Wie gesagt, ein Kaffeegetränk. Und das hatte ich auch schon mal in der Degusta-Box drin. Und das schmeckt auch sehr, sehr gut. Was ich natürlich jetzt nicht so toll finde, ist das mit der Dose. Weil die Dose ist ja nicht so gut. Aber naja, gut. Kann ich jetzt auch nichts machen, ne? So, dann habe ich hier von Share ein Bio-Haferdrink Natur. Es ist vegan und ohne Zuckerzusatz. Und das schaut hier einmal so aus. Ich gehe mal davon aus, dass es 1 Liter sind. Genau, das sind 1 Liter, wie auch eine ganz normale Milchverpackung. Ich wollte gerade sagen Milchverpackung. Ja, ja. Kann wirklich schon nicht mehr reden. So, dann was habe ich hier als nächstes? Von Pema. Ein Eiweißbrot. Ich glaube, ich habe schon mal sowas gegessen. Das hat mir nicht wirklich geschmeckt. Aber man kann es ja nochmal probieren. So schaut es auf jeden Fall aus. Es ist auf jeden Fall auch schon geschnitten. Das kann man hier an der Seite so ein bisschen sehen. Das ist halt so in Stückchen bzw. Scheiben geschnitten. Es ist auf jeden Fall vegan, laktosefrei und ohne Zugabe von Soja. Okay. Sieht an sich nicht schlecht aus, das Brot. Aber ich werde mal schauen, ob ich es probiere oder weitergebe. Je nachdem, ob ich gerade das Brot brauche oder nicht. So, als nächstes habe ich hier sogar noch einen Graninisaft drin. Ich hatte ja das letzte Mal einen Graninisaft in meiner Degusta-Box drin gehabt. Und hier haben wir einen Granini-Sensation-Saft. Und zwar Vanilla-Passion mit Mango, Maracuja und Vanille. Ich meine, wenn ich mich nicht irre, davor die Box von Degusta-Box, hatte ich ja das, welches war das denn jetzt? Ich glaube, Minze-Mango-Drink war das ja. Und ich glaube, das dritte davon war dieses hier. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass das da drin ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es so ist. Falls es so ist, dann hier einmal ein Ja und wenn nicht, dann ein Nein. Genau, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das schmecken wird. Das schaut hier auf jeden Fall so aus. Ich finde, die Granini-Säfte sind an sich generell sehr, sehr lecker, aber auch manchmal sehr, sehr teuer, je nachdem, in welchem Laden du sie kaufst. So, und das letzte Produkt fürs Frühstück, und zwar ein No Sugar Sugar. Vegan und 80% Fruchtanteil, ein Erdbeer-Fruchtaufstrich mit 260 Gramm und der schaut hier einmal so aus. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass das drin ist. Erdbeer, Himbeere und sowas geht ja eigentlich immer so, Waldbeeren, Fruchtaufstriche. Was jetzt so natürlich bei ja, Sorten, die man nicht so oft kauft, ist es natürlich ein bisschen so fraglich. Wird es auf jeden Fall schmecken? Oder wird es nicht schmecken? Zum Beispiel wie bei der Orangenmarmelade. Beziehungsweise Orangenmarmelade.
Da fand ich das zum Beispiel nicht so lecker. Aber das hatte ich ja jetzt auch in meiner Davor-Degusta-Box drin. Und auch davor. Irgendwann hatte ich die mal drin. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Brand News Box. An sich waren hier eigentlich recht coole Produkte drin. Hier waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte fürs Frühstück drin. Ich finde auch, das hat den, wie sage ich so, Motto Frühstück auf jeden Fall, wie soll ich sagen, hat es auf jeden Fall getroffen, weil hier war nichts drin, was mit Frühstück zu tun, was nichts mit Frühstück zu tun hat. Das Einzige, was ich halt ein bisschen doof finde, dass zweimal Kaffee mit dabei war. Einmal in Pulverform und einmal halt in der Dose. Da hätte ich vielleicht, ach, ich weiß nicht, was ich da noch mit zugetan hätte. Auf jeden Fall irgendwas anderes, was mit Frühstück zu tun hat. Halt nicht zweimal Kaffee. Und an sich war ja alles eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt ja Leute, die trinken Kaffee morgens. Es gibt ja Leute, die trinken Tee morgens. Es gibt ja auch Leute, die trinken einen Saft am Morgen. Oder es gibt halt Leute, die frühstücken mit Müsli oder mit Brot mit Marmelade oder Brot mit irgendwas anderem drauf. Da muss man sich natürlich das was aus dem eigenen Kühlschrank nehmen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also um so zu denken, finde ich es wirklich nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und man hat auf jeden Fall, ja, von dem Müsli und von der Marmelade und von dem Tee und von dem Pulverkaffee hat man auf jeden Fall, sag ich mal, Wochen bis Monate lang auf jeden Fall etwas da. Was mit diesem Kaffee angeht, das hat man wahrscheinlich vom ersten Mal weg. Ja, denn den Saft hat man vielleicht für 2 Tage da. Das Brot vielleicht auch für 2, 3, 4 Tage, je nachdem, wie viel Brot man isst. Und ja, damit wird man ja dann wahrscheinlich das Müsli essen oder je nachdem das zum Kaffee hinzugeben. Ist dann wahrscheinlich auch 2 bis 3 Tage und dann ist es leer, wenn man natürlich alleine lebt. Wenn man natürlich eine große Familie hat oder zu zweit ist, geht das natürlich dann ein bisschen schneller weg. Und ja, liebe Leute, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ich blende euch hier den Wert dieser Brand News Box ein. Wie gesagt, das war die Frühstücksbox und ich bin an sich ganz zufrieden mit der Box. Wie gesagt, bis auf den Kaffee, warum musste der jetzt 2-mal mit drin sein? Da hätten mich auch... Ach, weiß ich. Alles, was zum Frühstück dazugehört. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was hätte man sonst mit reinlegen können? Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr so statt dem Pulver oder statt dem Dosenkaffee reingelegt hättet, was mit Frühstück zu tun hat. Das würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht kann man sich da ja inspirieren lassen. Und genau, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!